Und los geht's. Ja, wir sind hier am Strand der Uralten. Ja, geheilt habe ich hier schon oft. Aber ja, noch nicht mit Fraps, deswegen mal gucken, wie sich das so ergibt. Wenn nicht, muss ich die Grafik noch ein bisschen runterschrauben. Ich habe die schon runtergeschraubt. Aber ich bin ja hier nur als Heiler dabei. Und joa. Gibt halt nicht, ja, mein Healboard ist ein bisschen verschoben. So. Jetzt nicht mehr. Ja, viel reden kann ich jetzt leider auch nicht. Aber ich versuche, ich gebe mir Mühe. Ich hoffe mal, es leckt nicht zu sehr. Na, falsch. Ja, meine Tastaturbelegung ist links Lichtblitz, rechts heiliges Licht. Shift links ist göttliches Licht. Und Shift rechts war mal Licht der Morgendämmerung. Das kriege ich aber nicht in dem Baum, denn ja, der ist einfach zu schwach, der ist eher für PvE gedacht. Ich gehe mal auf die andere Seite. So, jetzt habe ich ein bisschen Ruhe, jetzt kann ich ein bisschen erzählen. Ja, ich habe hier jetzt 1500 ehrenhafte Siege, sage ich mal. Ich habe mit dem erst sehr viel PvE gemacht. Seht ihr auch schon, was aus dem Schlachtzugsbrowser hier. Vortex des Seelenwandlers. Und ja, ziemlich recht gutes Equip eigentlich für den Tank. PvE-Equip ist ja generell viel schwieriger zu holen als PvP. Zumindest vom Item-Level her, weil das hat ja nicht so ein hohes. Gucken, wie ich so von der Heilung stehe. Gewirkte Heilung, ja, Platz 2. Der nächste hat doppelt so viel, der hat sich anscheinend hier so mit eingereiht. Ja, ich werde jetzt halt mehrere BGs machen. Wahrscheinlich cutten, weil die dauern ja halt alle ein bisschen. Schlachtfeldverluster. Kann man nichts viel machen, da. Zack. Aber ich merke schon, die Hordler sehen mich gar nicht oder ignorieren mich, ich weiß auch immer. Ah, jetzt nicht. Aber ich habe auch schon einige Keybinds, wie ihr seht. Oder hoffentlich sehen könnt. Denn so schlecht wird die Videoqualität nicht sein. Hier T ist mein Trinket. Steuerung E ist auch in Beherrschung. Q ist Hammer der Gerechtigkeit. E ist göttlicher Schutz, der ja durch die Talentverteilung auch noch zusätzlichen Bonus gewinnt, nämlich Lauftempo. F ist Hand der Freiheit und den Rest habe ich dann per Healboard und ja, so klicken. Normalerweise sollte man ja am PvP weniger klicken, aber das spare ich mir jetzt mal, denn ich bin ja auch kein Ultra-Hardcore-PvP-Spieler. Ich spiele es ja zum Spaß. Wer da, wer WoW aus anderen Gründen spielt, der sollte über sein Weltbild mal nachdenken. Ja. So, ihr seht schon, ich komme eigentlich recht gut klar. Paladin ist generell so ein richtig geiler Heiler im PvP, denn der haut eigentlich so gut wie nur Instant raus. Wenn es alles gut kommt, dann... Oh, 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 oh. Da ist gerade einer am Sterben. Ja, aber sieht eigentlich recht gut aus, rein von der uralter Beschützer. Er tötet 10 Spieler, ja.
kein besonderer Erfolg, aber auch mal etwas. Also ich schätze mal, ihr verliert hier den Überblick und Robbe. Das war knapp. Und Runde 1 ist beendet. Das hat doch eigentlich relativ gut geklappt. Ja, 1 Million Heilung. Die Horde hat nur einen Heiler und der sieht ziemlich schlecht aus. Ich buff mal, buff hier SDM. Haben die ja, was ich ziemlich doof finde, mit haben sie mit Kata ziemlich doof gemacht, dass sich mal der Wildnis so mit es der Segen der Königin gestreitet und ja, generell sich die Buffs so ein bisschen zu nah kommen. Ja, ich gehe mal vorne mit nach. Ja, hier sind zu wenig. Ja, die kommen jetzt, okay. Ja, im PvP muss ich sowieso mich ein bisschen mehr konzentrieren und kann jetzt nicht über Gott und die Welt labern. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt WoW spielt, auf welchem Server, ob ihr vielleicht auf dem Privatserver spielt, was ich zumindest bei Kata ziemlich dumm finde, weil die sind einfach noch ziemlich stark verbuggt. Oder was hier generell, könnt ihr einfach mal so Sachen in die Kommentare schreiben, Skin eben schnell. Drei Balken, so. Wo ist er? Schlecht aus. Ja, die fahren voll durch, ihr seht schon, die fahren echt richtig durch. Aber ich will jetzt auch nicht die Leute hier sterben lassen. Ja, und Shift Mitte, also Mausrad ist dann bei mir göttliche Strahlen, meine ich. Oder ich renne ziemlich gerne mit Noggafogger rum. Ich bin echt ein Noggafogger Junkie. PvP geht bei mir ohne Noggafogger gar nicht. Oh, ich habe gerade die Bemerkung, ich ignoriere mich gar nicht. Überhaupt nicht, nö. Na, fuck. Ja, jetzt geht's los. Na, oder doch nicht. Oh, die rennen volle Kanne durch. Das wird voll der fette Blues. Ja, aber richtig durch. Okay, heil. Das, was ich am besten kann. Und tanken, das finde ich auch gut. Okay, das war doch noch... Ich dachte, die kommen durch. Sind sie aber nicht. Was ist hier? Frostfalle, die wird mir gar nicht angezeigt. Liegt vielleicht daran, dass meine Grafik so niedrig geschraubt ist. Oder es einfach ein Bug ist. Zack. Ah, da ist er. Wo ist ein Subversor? Da. Go, haut ihn kaputt, haut ihn kaputt. Sind nur noch 3 Minuten zu deffen. Ihr könnt auch, würde mich freuen, wenn ihr mir sagen könnt, wie das so rein bildlich aussieht. Also ob es laggt oder, also bei mir kommt es nicht so vor, dass es laggt, aber... Wer weiß. Okay. Der wird auch nicht lange überleben.
Silence, oder? Haut den Schlachtfeld von Süß kaputt. Die Cars sind echt die beschissene Klasse, ey, zurzeit. Mache ich mal göttliche Bitte an. Generell finde ich ein paar das geil, dass sie echt schwer oben zu kriegen sind. Also oben kriegen ist recht schwer und falls doch, dann werde ich mich schon verflüssigieren. Vielen brauchst du mich jetzt auch nicht. Und dann mache ich mal hier so heilige Strahlen. Oh, die kann man halt echt nicht mehr viel AP. Aber noch eine Minute, boah, ist knapp. Dann kürze ich mal ein bisschen. Ist immer gut. Man muss halt Prioritäten setzen, ob man jetzt die Cursed oder heilt, aber heilen geht meistens vor. Ja, ich habe hier in meinem Talentbau und es killen eigentlich nicht viele, also so wie ich mich bisher umgeschaut habe. Tugendhaftes Vorbild geskillt, dass mein göttlicher Schutz nur 30 Sekunden Cooldown hat. Und das ist eigentlich ziemlich angenehm, denn so kann ich oft schnell vor Gegnern wegrennen. Man ist nicht selten als Healer Ziel Nummer 1. Wie sieht's aus mit meinem geheilten Wert? Oh, zweiter des BGs. Damit kann ich mich zufrieden begeben. Oh, oh, das wird ein Sieg. Das wird ein Sieg, Leute. Das wird ein Sieg. Und ich dachte, das wird ein Los. Ja, das wird ein Sieg. 1,8 Millionen geheilt. Ja, das gab 469 Ehre. Das ist super. Und ja, dann habt ihr jetzt mal wieder, was heißt mal wieder, es war jetzt erstmal der zweite bzw. dritte Part. Und ja, ich verabschiede mich dann erstmal. Ich werde mal wohl die Tage mal wieder was aufnehmen. Denn ich werde nicht jeden Tag jetzt eine Folge hochladen, meistens am Wochenende, denn viele wissen ja, ich habe nicht viel Zeit. Und ja, seid gespannt, wann der nächste Part kommt und von wem. Und ja, bis dann, ciao.